Damit gehen wir jetzt weiter zu unserem nächsten Thema. Genug über Darmwindgate. Hashtag Darmwindgate. Ab in den Schnee. Und zwar jetzt ist Hashtag Koksgate. Oder wie auch immer wir das nennen wollen. Wie ist das alles in einer Woche passiert? Ganz kurz. Wir hatten ein paar ruhige Wochen. Wobei, ja. Ruhig. Okay, aber, jedenfalls, was passiert ist? Ein Foto von der Gurden Nuss, wo er, wie der Standard es nennt, sich tief über eine Tischplatte beugt und versucht, durch Luftansaugen mit den Nasenlöchern die Oberfläche von feinkörnigen Substanzen zu befreien, wurde veröffentlicht. Oder ganz wo er mit der Lupe seine Hausaufgaben kontrolliert. Soll heißen, wir können ja nicht beweisen, dass er tatsächlich Koks gezogen hat. Vielleicht schaut er durch ein Mikroskop, vielleicht sucht er Kontaktlinsen, backt er kleine, ganz kleine Kuchen. To be fair, man kann nicht sehen, was genau auf dem Foto passiert, aber es ist obviously, also halt. Es ist in einer Villa in Ibiza. Nein, es steht außer Frage, aber ich meine, auf dem Foto kann man es nicht klar kennen. Außerdem hat Gudenus nicht selber Schnee von gestern dazu das gesagt. Das finde ich so, lustig. So verrückt, dass er das gesagt hat. Das ist einfach lustig. Schau, das Ding ich glaube das immer noch nicht, dass er es gesagt hat. Das Ganze wird so oder so verjährt, weil ich glaube, Drogendelikte sind, keine Ahnung, 5 Jahre oder so, bis die verjähren. Und Schnee von gestern ist halt... Ist das 5 Jahre her? Im Grunde, naja, es war glaube ich, nicht ursprünglich. Oder vielleicht ist es nur ein, ich weiß es nicht. Aber schau, im Grunde, ich glaube, uns ist allen wurscht, ob jemand in der Freizeit kokst oder nicht. Die Leute sollen ihren Spaß haben. Ist eh chillig. Das ist kein offizielles Spritzwein-Statement, vielleicht inoffiziell. Das Einzige, was man Leute, offiziell... Leute, wenn ihr Drogen nehmen wollt, das, was wir empfehlen, ist nur Spritzwein. Genau. Und zwar zum Frühstück. Am besten durch die Nase. Das ist ein Podcast. Gell, Jonas? Nur ganz kurz, dieses Florian Klenk-Tweet fand ich so witzig, wo er geschrieben hat, Johann Gudenus versucht mit einem Kindermikroskop kleine Käfer zum Kuh anzuschauen. Wie kommt er darauf? Er hat auch in Antwort auf den LPD Wien-Dings geschickt. Ein Kindermikroskop und kleine Käfer. So. Wie kommt er auf kleine Käfer? Bro, hinterfrage nicht den Klenk. Den Clanky Boy. Ja. Den Flochi. Was aber gesagt werden sollte, es ist schwierig, über das Ganze zu lachen, wenn man ständig, wie die FPÖ plakativ zu sagen pflegt, afrikanische Drogendealer als Sündenböcke darstellt und sich gnadenlos für ihre Abschiebung darstellt, wenn man dann selber kokst und selber nicht nur das, sondern auch einfach gegen härtere Drogenstrafen vorgeht. Es ist natürlich, ich meine, das sieht man überall. Die Leute, die sich sehr hart gegen Korruption einsetzen, sind die Hälfte der Zeit korrupt. Die Leute, die sich gegen Drogenkonsum einsetzen, ja, fahren gerne am Schnee. Bist du deswegen so feministisch? Ich werde diese Aussage nun ignorieren. Außerdem, was bei dem Ganzen auch noch, es besteht die Frage, ob die Soko-Tape, haben wir noch immer nicht geklärt, die im Ibiza-Skandal forscht und der mittlerweile schon mehrmals eine Vorliebe für die FPÖ vorgeworfen wurde, dieses Foto veröffentlicht hat, um aller zur Trump-Skandalerschaffung von etwaiger Korruption ablenken will. Mal schauen. Wir machen, wie gesagt, nächste Woche ein größeres Segment über die Soko-Tape und den Ibiza-Urschuss und yada yada. Ich freue mich schon sehr darauf. Soko-Spritzwein, genau. Oh, da haben wir schon unseren Episodentitel. So, na, danke, Daniel. Danke, Daniel. Sonderkommission Kindermikroskop. Yeah. Aber ist natürlich die Frage, ob das so ist, weil ich kann es mir schon vorstellen, ich verstehe nicht, wieso das Foto veröffentlicht wurde. Wie hat es Florian Klenk als erster bekommen? Er kriegt alles als erster. Der Typ, ich weiß nicht, der hat Quellen, als wäre er ein Alpinfluss. Okay. I'm not even mad about that. Wenn meine Nudes hier geleakt werden sollten, weißt du von wem? Florian Klenk. Im Falter kommt fucking vor der Paywall, damit jeder es sehen kann. Ja, geleakt. Ja. Florian Klenk postet einfach so, dieser Typ hat mir diese Sachen geschickt und er wollte, dass ich das poste. Du hast ihm einfach geschickt. Das nennt man Guerilla-Marketing. Du bist ein Podcaster, belästigt Journalisten. Du sicherst dich gerade einfach dafür ab, wenn Florian deine Sexual Advances nicht erwidert. Das nennt man einfach Guerilla-Marketing. Bro, halt wirklich. Schick mir ihm und auf dem Penis steht Ed Spritzwein zum Frühstück. Ja. PS, ich liebe dich. Ich habe mir auch gedacht, so, wenn du wirklich verhaftet wirst für dein Jonas vs. Dani Challenge, können wir das Urgut für PR benutzen. Das wäre bestimmt halt. Wir könnten sagen, so, ja. Die Frage ist, ob ich so weit gehen will. Nee, schauen wir mal. Ja, mach mal. Okay, was auch übrigens passiert ist vor so 3 Stunden, Brigitte Bierlein wurde
ihr wurde der Führerschein entzogen, weil sie mit 0,8 Promille oh boy gefahren ist. Nein, es ist nicht gestanden, irgendwie über 0,8. Ah, oder über 0,8. Ab 0,8 wird einem der Führerschein entzogen. Und Alter, Gitti B. ist einfach unterwegs. Ja, und sie hat gesagt, es tut mir aufrichtig leid. Ich würde gerne wissen, wie viele Promille, weil wenn es so 1,1 Promille sind, dann okay, dann hat sie 2 Bier getrunken. Aber wenn es so 2,5 oder wenn es so 2 Promille zwei sind, dann Promille, Respekt, dann ist sie tot. Mann. 2 Promille, Respekt dafür. Bruder. Respekt. Wenn GTB du mit 2 Promille einfach immer noch herumfährst, dann habe ich einfach Respekt für dich. Ah, das ist ein Daniel-Statement und nicht mit den Values von diesem Podcast. Ich bin ein Bootlicker. Wie bin ich ein Bootlicker? Auf jeden Fall, ich finde so, wenn man, ich bin ja nicht für Korruption, aber mich wundert es. Jeder Satz, der so beginnt, sollte höchstwahrscheinlich nicht. Mich wundert es. Hier steht 0,8 Promille laut Kronenzeitung. Okay. Aber normalerweise, na egal. Mich wundert es irgendwie, dass sie wirklich so verhaftet wurde. Oder nicht verhaftet, aber dass sie dafür jetzt wirklich angezeigt wurde. Gut so. Ich hätte irgendwie erwartet, dass er dann so ist, oh, Frau Bierlein. Oh, okay. Ja, was sie sagt, mein Verhalten entspricht weder meinen eigenen hohen Ansprüchen noch meiner Vorbildfunktion. Es tut mir aufrichtig leid. Ja, ich finde das lustig. Irgendwie jede, ich habe das Gefühl, jede einzelne so Partei oder auch parteilose Personen, die so politisch Ansehen haben in Österreich, wurden erwischt in den letzten 3 Wochen. Die FÖ natürlich, Hofer, Gurdenus, Bierlein, Van der Bellen. Findest du da, Gurdenus hat viel Ansehen? Sobotka. Wieso Van der Bellen? Ja, mit dem beim Italiener. Wirtshausgeschichte. Ja, so. Das ist halt, eigentlich das ist eh so ein wholesome crime, Alter. Ja. Es mit halt Freunden nicht, beim Wirtrunken fahren. Naja, das ist auch ein wholesome crime. Na, es ist schon betrunken ein ins Auto steigen und ich bin kein Bootlicker, wenn ich das sage. Das ist kein wholesome crime. Ja, natürlich nicht. Ich mache Spaß. Aber ich muss sagen, so 0,8 Promille ist jetzt auch nicht so viel. Ja, so 2 Weinchen. Glaubt ihr, dass Politiker wirklich darauf banken und auch damit durchkommen, dass jemand so auf sie, ein Polizist auf sie zugeht und so ist so, oh shit, ich kann jetzt nicht in meiner Alkoholkontrolle und so. Glauben Sie jetzt wirklich, dass ich bei meinem Beruf Alkohol trinken würde und dann, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Glaubst Sie, aber das Ding ist, wir haben doch eh schon etabliert, dass einfach die Polizei unantastbar ist, auch politisch. Die können machen, was sie wollen. Yeah. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man als Politiker... Ja, schau, aber respektlos behandeln lassen sich die Kollegen jetzt auch nicht gerne. Man sieht es aber schon alleine an der Causa Ibiza, dass man als Politiker, glaube ich, sehr schnell dazu verleitet ist, seine beschützte Position halt auszunützen. Ja, total. Ja, okay, aber ich meinte eigentlich nur... Und ich glaube, davor ist niemand immun. Ich kann mir nicht vorstellen... dass genau Brigitte Bierlein die einzige Politikerin ist, die jemals beim Betrunkenfahren erwischt wurde. Nicht. Und ich kann mich nicht an viele prominente Cases von Sorgers erinnern. Genauso wie Gudenus sicher nicht der einzige Kokser ist. Na, ja, aber man wird leichter einfach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bierlein ist ehemalige Kanzlerin, erste weibliche Kanzlerin, ehemalige Vorsitzende vom Verfassungsgerichtshof. Ich war mir nicht sicher, ob es Verfassungsgerichtshof oder Verwalter. Aber Verfassungsgerichtshof, das heißt sie schon... relativ lokal Promi. Ja. Und ja, ich wurde dafür schon abgenommen. Free my Ex-Kanzler Brigitte Bierlein, okay? That's what I'm saying. Aber wie lustig ist das, wenn du so in der Fahrschule Karlsplatz bist und plötzlich kommt Brigitte Bierlein rein und macht einfach ihre Nachschulung? Bro, das ist wild. Das wäre so lustig. Und du bist so neben mir, sie haben noch nicht den Führerschein gemacht. Hallo, und sie ist so. Und sie sitzt dort komplett besoffen. Apropos besoffen, ich habe ja heute die Jonas vs. Dani Challenge gemacht und der wortstark Typ war einfach visibly drunk. Er hatte einfach eine Fahne, eine fette Fahne. Ja, sonst hält man das nicht aus. Der Typ hat honestly homeless ausgeschaut. I don't know. Gut. Okay, wir werden das sehen. Wir haben die Videos noch nicht gesehen. Ja, voll. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich meine, er hatte so dieses Weisel-Ding auf und ich habe trotzdem seine Fahne richtig gerochen. Das ist schon wild. Das ist ungut. Aber ich glaube, anders würde ich das halt nicht aushalten. Ja. Ja, come on. So wichtig Spenden ist und so, aber halt Leute den gesamten Tag auf der Straße anzusprechen und einfach halt... Und du weißt, jeder hasst dich, weißt du? Du weißt einfach, jeder ist so... Mann, aber das sind solche Leute, they don't care. Halt, wenn du spenden willst, dann hast du innerhalb von 5 Minuten eine Website. Wieso muss dich jemand auf der Straße dafür ansprechen? Die Leute, halt die nicht Job spenden, ja, aber die Leute, die nicht spenden wollen, werden sowieso nicht
Doch, die werden literally dazu. Es funktioniert schon. Es funktioniert halt, sonst würde es den Job nicht geben. Aber es ist ineffektiv, weil du verdienst nicht gut. Lenny, hast du jemals über Supply and Demand gehört? Bro, studiere, was Supply and Demand ist. Supply and Demand. Wenn der Job nicht gefragt wäre, dann würde er nicht existieren. Weißt du, was von mir jetzt gefragt ist, dass du einfach aus dem Fenster springst? Weißt du was? Das meinst du. Weißt du, was von mir gefragt ist? Willst du deswegen existieren, Dani? Willst du jetzt deswegen aus dem Fenster springen? Nein.